Willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Heute endlich bei meinem 15.000 Abonnenten-Special. Ihr habt etwas drauf gewartet. Es gab mehrere Versuche, ein FAQ-Special zu starten. Immer ist jetzt sie gescheitert, weil die schlichten einfach nicht dazu kamen, alle Fragen auszuwerten. Dieses Mal hat es funktioniert, dank meiner großartigen Unterstützung, dem Ben vom Kanal BenLP, den ich jetzt kurz vorstellen möchte, beziehungsweise der sich jetzt kurz vorstellen möchte. Ja, hi Leute, ich bin, wie gesagt, der Ben vom Kanal BenLP und habe mich bereit erklärt, heute das FAQ mit Caleb zu machen. Richtig, und er wird das hier moderieren, mir die Fragen vorlesen und ich werde dann entweder in episch langen Sätzen oder in sehr kurzen, knappen Sätzen antworten und hoffentlich sind wir danach alle ein Stück schlauer und ich muss nicht die gleichen Fragen 50.000 Mal beantworten, wobei ich mir sicher bin, dass ich es trotzdem tun werden muss. Aber man kann ja mal probieren, das irgendwie abzuwenden, also ja. Gut, an dieser Stelle dann war es das erstmal von mir und ich übergebe dann an den Showmaster, dem Günther Ben, der sich jetzt hier um alles kümmern wird. Okay, gut. Dann sage ich erstmal zum Anfang, ich werde jetzt nicht sagen, von wem welches Kommentar ist, weil ihr müsst wissen, es gab eben viele Fragen doppelt, dass sich eben niemand benachteiligt fühlt, sage ich einfach keinen Namen. Ja, und dann fange ich auch schon mit der ersten Frage an, wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 21, genau ein Jahr älter als Domi im Übrigen, beide am 12. Mai Geburtstag. Ja, und dann noch eine, ich nenne es mal Standardfrage, was trinkst und isst du denn am liebsten? Ja, also das ist jetzt ein weitläufiges Thema. Das könnte man jetzt aus mehreren Positionen angreifen. Also wenn ich Zeit zum Kochen habe, esse ich sehr gerne Fisch mit Reis. Das finde ich sehr episch. Egal, ob es jetzt Schlemmerfilet ist, das mag ich. Oder ob es Fischstäbchen sind oder ganz normaler Fisch. Das schmeckt eigentlich immer mit Reis zusammen oder mit Gemüse. Was ich an Fastfood liebe, ist Kentucky Fried Chicken. Das ist einfach das Epischste, was es auf diesem Planeten gibt, was Fastfood angeht. Aber halt so teuer, dass man es sich nur ein oder zweimal im Jahr leisten kann. Was ich auch relativ gerne esse, allerdings ist das an meinem Studentenleben gebunden, ist natürlich Tiefkühlpizza, weil, ja, Student, wenig Geld und so, wenig Zeit etc. Und was ich am liebsten trinke, also ich trinke größtenteils Wasser, aber was ich ansonsten trinke, ist eigentlich immer, Freeway, Mezzo. Früher hieß es Spezi, heute heißt es alles Mögliche, aber ja, auf jeden Fall die Mischung zwischen Cola und Fanta. Die beiden anderen mag ich nicht so, also Cola und Fanta zusammen schmeckt es relativ episch oder eben, wie gesagt, Wasser. Ja. Hört sich interessant an. So, die nächste Frage. Wie würdest du dich in 5 Worten beschreiben? Was sind deine 5 Worte, die dich am besten einfach beschreiben? Ah, das ist eine sehr interessante Frage. Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Also ich täte sagen, ehrgeizig. Ich bin relativ ehrgeizig in dem, was ich im Leben erreichen will. Sei es jetzt in der Schule früher oder meinem Studium oder jetzt beim Let's Playen. Oder wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, da bin ich relativ ehrgeizig. Ich täte mich auch als hilfsbereit bezeichnen. Würde ich jetzt einfach annehmen, möchte ich jetzt auch nicht mich selbst prahlen, aber ich helfe schon relativ gerne Menschen. Macht mich glücklich, wenn ich ihnen helfen kann, wenn ich ihnen Support geben kann, wo es geht. Das ist jetzt, was meine Freundin sagt, relativ liebevoll. Denke ich auch, dass ich das bin. Vertrauensvoll. Und ich sehe mich auch als, ich sag mal, relativ wissbegierig an. Das ist das 5. Allerdings nur in etwas, was mich interessiert. Wenn mich was interessiert, dann möchte ich so gut wie alles darüber wissen. Allerdings, wenn mich was nicht interessiert, so wie jetzt zum Beispiel Physik in der Schule, dann kann ich es mir so versuchen, ins Gehirn reinzuhämmern. Es wird nichts drin bleiben. Also, ja, ich kann echt mir sehr, sehr viel merken, wenn ich es nur einmal höre und viele Informationen verarbeiten und zusammenfügen. Aber an sich, ja, ist es eben nur für die Sachen, die mich interessieren. Das wären jetzt so die 5 Worte, würde ich mal sagen. Ich denke mal, mit dem letzten bist du nicht so der Einzige, würde ich sagen. Ja, also gut, es gibt so Allround-Talente, die können alles ein bisschen.
Und da gibt es halt wirklich die, die sich sehr auf was spezialisieren und dann da wirklich ein Experte drin werden. Und ich glaube, ich gehöre zu diesen Leuten, die eher die Expertenleute sind und nicht so die Allround-Leute, würde ich mal sagen. Boah. Gut, die nächste Frage. Was ist dein Lieblingsbuch und was liest du gerade? Oh, was ich gerade lese, sind eine Menge Unibücher, zum Beispiel zum Mittelhochdeutschen oder ja, oder zu Dings oder zur Sprachwissenschaft. Also so viel anderes Zeit zum Lesen bleibt nicht. Was ich gerade mir vor kurzem gekauft habe, war die SMS von gestern Nacht, wo irgendwelche SMS drin sind, die irgendwelche Leute abgeschickt haben und ja, wo es einfach vor Dummheit gestrotzt hat. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an eine SMS, wo einer sagte, ja, ich habe gehört, du stehst auf böse Jungs, und sie geantwortet hat, oh ja, und wie, und er hat gesagt, ja, also ich möchte ja nicht angeben, aber als ich früher die kleinen Einsteins geschaut habe, haben sie immer gesagt, man soll dreimal klatschen, und ich habe viermal geklatscht, ja. Also, ja, das ist jetzt der dritte Band, also wer Lust hat, es zu lesen, kann es gerne lesen. Ansonsten, was ich so an neueren Sachen lese, ist es eigentlich nicht so viel. Harry Potter habe ich mal gelesen, Herr der Ringe natürlich so Sachen, aber ich lese eher gerne ältere Bücher, so Zeug wie Iphigenie auf Tauris oder Faust oder ja, halt so Sachen, die aus der Sparte kommen. Ich kenne, glaube ich, auch den Germanistikstudenten ran, aber was das angeht, lese ich eher gerne ältere Sachen oder Dings, Antigone, so Sachen. Da wundert es einen nicht, dass du auf Lehramt studierst, wenn du sowas gerne liest. Ganz genau. Okay, die nächste Frage. Spielst du ein Instrument? Ja, also, ich habe früher Xylophon gespielt, allerdings hat er nie gemeint, ja, das kann sogar meine Oma, also war es wohl nicht so cool. Allerdings, ich war immer der Beste beim Xylophonkurs, muss ich sagen, weil ich mir die Töne immer merken konnte, konnten die anderen irgendwie nicht so gut. Aber ansonsten, nein, also sowas mit Noten oder irgendwas, das habe ich nie gelernt, leider. Würdest du denn gerne ein Instrument spielen? Oh, Was wär's denn für eins? wenn ich die Zeit hätte, würde ich das schon gerne machen. Am ehesten Gitarre, weil ich finde, Gitarre hört sich sehr schön an. Aber da braucht man eben eine Menge Zeit, Instrument zu lernen. Man muss viel üben und diese Zeit habe ich leider einfach nicht. Aber wenn ich sie hätte, am ehesten wäre es Gitarre, weil das spielt mein Vater auch. Vielleicht ergibt es ja irgendwann. Vielleicht. Hoffnung nie aufgeben. Wäre cool. So, zur nächsten Frage. Hast du denn Geschwister? Ja. Also ich habe einen Bruder, der ist jetzt 15, der hat 2 Tage nach mir Geburtstag. Dann habe ich 2 kleine Schwestern, die Luna und die Flora. Die eine ist 5, wird bald eingeschult und also die Luna und die Flora ist ein bisschen jünger, die ist 4 Jahre alt. Beziehungsweise, nee, Luna ist schon 6, ja. Und wie gesagt, Flora 4. Und dann habe ich noch 3 Stiefschwestern, die ja, von der neuen Ehe von meiner Mutter kommen. Also relativ große Familie. Ja, hat nicht jeder. Nee. Okay, zur nächsten Frage. Willst du uns denn deinen Abischnitt verraten? Und warst du damit zufrieden? Also ich habe mir am Anfang gesagt, ja, also alles, was mit bestanden ist, ist absolut in Ordnung. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo ich die Abi-Ergebnisse bekommen habe, stand ich so vor der Tür und dachte mir, kann ich mal rein, kann ich mal rein. Und dann kommt noch meine Gemeinschaftskundelehrerin vorbei und sagt, bist du nervös? Und ich, ja, nee. Bin gechillter in Person. Und dann holt sie die Noten raus, schaut sie meine Note an und sagt so, mit was bist du denn zufrieden? Und ich so, Hauptsache bestanden. Und sie grinst und das Ding wieder rein. Und ich dachte mir, das musste jetzt sein, oder? Jedenfalls, ich hatte am Ende 2,7 und war damit sehr zufrieden. Ich meine, natürlich gab es lauter geistesgestörte Freaks, die irgendwas mit 1, irgendwas hatten. Aber letztendlich, Hauptsache bestanden, alles mit 2 ist chillig. Und ja, es hat gereicht, dass ich in allen 6 Unis, wo ich mich beworben hatte, genommen wurde. Bei 4 sofort, bei 2 im Nachrückverfahren. Das trotz Doppeljahrgang. Also, ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Und wie gesagt, bin zufrieden mit 2,7. Das hört sich ja echt gut an. Was hast du denn mit deinem Abischnitt gemacht? Also, was studierst du und warum? Ja, also zunächst, also ich wollte immer Deutsch studieren, das war klar. Mache ich auch jetzt, bin jetzt im zweiten Semester und ansonsten wollte ich erst Politikwissenschaft studieren. Das Problem an der Sache war nur,
dass, ja, also ich wollte in Tübingen studieren, weil Tübingen eine super Uni ist, aber allerdings, ich war da zum Weltstudientag und ja, da wurde eine Rede gehalten und der Typ hat gemeint, ja, also der Professor hat gemeint, ja, also wäre es so ein Schnitt von 1,1, hat er relativ gute Chancen genommen zu werden. Für die, die ein bisschen schlechter sind, also nur so 1,3 oder 1,4, gibt es doch eine Prüfung, um es zu schaffen. Und ein Freund von mir und ich standen da und denken so, aha, wie wäre es mit 2 oder so? Das existiert scheinbar für die gar nicht. Alles Unwürdige, die unter einen Schnitt von 1, irgendwas haben. Also da war mir klar, nein, Politikwissenschaft werde ich nicht studieren. Jedenfalls nicht in Tübingen. Und dann habe ich mich überlegt, was ich sonst noch machen könnte. Geschichte war eine Idee, aber ich dachte mir, Deutschgeschichte macht die halbe Weltbevölkerung. Daher ist da der Job nicht so cool. Da dachte ich mir, ja gut, Latein, das suchen sie Leute ohne Ende. Habe also das erste Semester Latein gemacht. Es gab nur ein Problem. Ich glaube, die Hälfte von meinem Kurs hat aufgehört. Jedenfalls jeder, mit dem ich jetzt rede, hat aufgehört, weil es ist einfach komplett geistesgestört, Latein zu studieren. Also wer es schafft, Respekt. Aber und das dann auch doch dann noch mit einem anderen Fach. Da hält man eigentlich fast nur noch in der Uni rum und lernt eigentlich nur noch. Wir mussten damals 200 Vokabeln die Woche lernen, was sehr, sehr viel war. Und dann muss man noch Griechisch nachlernen. Dreimal die Woche Griechisch fürs Graecum und es war einfach total übertrieben. Jedenfalls habe ich da festgestellt, nee, in der Schule war es ganz cool, aber im Studium ist es nicht für mich und habe dann zu katholische Theologie gewechselt, was ich jetzt im ersten Semester mache. Was ich sehr, sehr interessant finde, nicht weil ich jetzt ultragläubig wäre, sondern vor allem, weil ich es sehr interessant finde, mich mit der Wissenschaft dahinter zu beschäftigen, wie die Kirche entstanden ist, was der Liturgiegedanke hinter allem ist, einfach die Wissenschaft dahinter finde ich sehr interessant. Und damit bin ich relativ glücklich, auch wenn man jetzt als katholischer Religionslehrer und Deutsch nicht so die Hammerchancen später hat. Aber ich mache es jetzt erstmal, dann gucke ich, wie es dann aussieht. Bis dann kann sich hier alles ändern. Und wenn dann wirklich Jobprobleme gibt, werde ich einfach nochmal irgendwas studieren, weil mit 3 Fächern wird man, glaube ich, relativ sicher irgendwo genommen. Ich denke mal auch. Und es muss ja auch Spaß machen. Bringt ja Richtig. nichts, wenn man irgendwas studiert, nachher einen Job hat und es macht einem keinen Spaß. Richtig. Das wäre ja Da noch kennt. schlimmer. Richtig, da kennt man schon einige Lehrer, wo man das Gefühl hat, Oh ja, ja, ich glaube, die kennt jeder. die haben nicht so wirklich Bock, so, ja. Okay, dann zur nächsten Frage. Was würdest du machen, wenn du 1 Million Euro hättest? Okay, also das ist jetzt eine Frage, die ich mich auch schon oft gestellt habe. Also es gibt eine Sache, die ich zuallererst machen würde. Und zwar würde ich meinen Eltern ihr Haus schenken. Quatsch, nicht meinen Eltern, meinen Großeltern. Weil die arbeiten jetzt schon ihr ganzes Leben daran, dieses Haus zu finanzieren. Und meine Oma kriegt eine sauniedrige Rente und was total unverdient ist, einfach nur. Die haben Probleme ohne Ende, dieses Haus noch zu finanzieren. Und das wäre das Erste, was ich machen würde. Egal, auch wenn ich nur 100.000 gewinne, ich würde ihnen ihr Haus schenken. Das ist mir ganz arg wichtig. Dann würde ich meinen Eltern, sowohl meiner Vater als auch meiner Mutter, was abgeben. Und was ich ansonsten machen würde, für mich jetzt persönlich, ich würde mir definitiv einen High-End-PC holen, der relativ chillig sein soll, mit einem coolen Monitor und so, vielleicht einen HD-Fernseher. Und dann einfach mal Dings, die ganzen Spiele, die ich mal haben möchte, mir holen, Konsolen, die mir noch fehlen. Und ja, einfach dann dieses ganze Equipment mir besorgen. Und den Rest würde ich anlegen, gucken, wie ich es anlegen kann und wie ich dann von den Zinsen leben kann. Aber große Wünsche habe ich damit eigentlich ansonsten nicht. Das hört sich aber trotzdem nicht schlecht an. Also gut. Dann zur nächsten Frage. Schaust du Animes oder Mangas? Und wenn ja, was für Animes und was für Mangas? Und was macht einen guten Manga oder einen guten Anime deiner Meinung nach aus? Ist es irgendwie die Action oder ist es das Storytelling oder einfach nur das Aussehen von den Bildern? Was ist es? Also, ich schaue eher ältere Animes und lese eher ältere Mangas, warum weiß ich nicht. Also, Dragon Ball ist ja mein Lieblingsanime bzw. Manga. Digimon, die ersten 3 Staffeln, fand ich auch sehr gut. Pokémon war früher noch okay, mittlerweile ist es Bullshit, aber früher war es noch okay. Yu-Gi-Oh! Hat mir die erste Saga mit Yami gefallen. Was gibt's noch? Detective Conan habe ich eine Zeit lang geschaut, auch wenn es jetzt langsam mal enden könnte, irgendwann mal. One Piece, relativ gern geschaut. Naruto,
Bin ich auch zu gekommen. Dean Angel habe ich mal geschaut, habe ich geschaut. Wenn wir gerade da Sword Art Online, wobei Sword Art Online der einzige eher neuere ist, den ich gesehen habe. Also, was gute Animes ausmacht, es ist schwierig zu sagen. Also, es gibt eine Sache, die mir bei Animes überhaupt nicht gefällt, und das ist dieses Elfenliedzeug, das einfach versucht wird, aus jeder Situation 1 Milliarde Liter Blut rauszuholen. Das finde ich ist lächerlich und kindisch und tut auch den totalen Sinn verfehlen, weil ich finde, in Animes ist es wichtig, meine Animes arbeiten jetzt mehr mit Gewalt als irgendwelche Disney-Filme, das ist klar. Aber ich finde, es ist wichtig, dass die Gewalt immer für die Story da ist. Und wenn das dann so ist wie in Dragon Ball oder eben One Piece oder so, dass ich sagen kann, okay, da steht dann eine Story dahinter und da ist die Gewalt jetzt notwendig, dann kann ich gut damit leben. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass eine Story geschrieben wird, nur um Gewalt darzustellen, dann habe ich ein Problem damit. Und das habe ich bei einigen modernen Animes das Gefühl, weswegen ich auch ein Problem mit einigen modernen Animes habe. Wobei es da natürlich auch gute gibt. Muss man halt da drauf stoßen. Aber ja, wie gesagt, das Wichtigste finde ich in Animes ist die Story. Und das Wichtigste, was ich finde, auch für, weil das schauen ja meistens keine kleinen Kinder, sondern eher heranwachsende Jugendliche, sage ich mal, ist, dass man diese Botschaft vermittelt, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur stark genug probiert, dass wenn man versucht, seine eigenen Grenzen zu überwinden, immer weitermacht, immer weiterkämpft, dass man dann alles im Leben schaffen kann. Diese Botschaft zu vermitteln, finde ich in Animes wichtig und das machen auch viele sehr gut, finde ich. So. Du hast jetzt viel zu Animes gesagt. Liest du auch Mangas, oder? Also, ich muss ehrlich sagen, eher weniger. Ich habe jetzt nur zu Dragon Ball und zu Dr. Slump habe ich nur die Mangas gekauft, weil, ja, ich sag mal so, Mangas sind ja relativ teuer Oh ja. und deswegen halte ich mich davon eher fern und schaue lieber die Animes an, weil die Animes einfach meistens sowieso mehr Content haben. Na gut, natürlich viele Sachen, die Animes im Vergleich zum Manga dazu erfinden, sind auch oft Bullshit oder Filler oder unnötige Rückblenden. Naruto. Aber ja, ansonsten, ah ja, oder man streckt einen Kampf ins Unendliche, Dragon Ball. Aber ja, wie gesagt, so viele Mangas lese ich eigentlich dann eher nicht, nein. Okay. Hast du denn ein Haustier und was ist denn dein Lieblingshaustier? Also ich hatte, als ich noch mit meinen Eltern gewohnt habe, einen Hund. Hier habe ich jetzt keinen, weil ich habe hier ja nur ein Zimmer. Und das ist relativ schwierig, sich da um einen zu kümmern. Jetzt hätte ich eine ganze Wohnung vielleicht. Aber natürlich auch als Student ist es immer schwierig. Vor allem eben mit einem Hund. Aber ein Hund ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingstier. Ich meine, gut, mein Name heißt ja auch Treuer Hund, Caleb. Kommt ja aus dem Hebräischen, heißt Treuer Hund. Und genauso sehen mich meine Freunde eigentlich auch alle. Und ich mag auch Hunde total. Mein Lieblingshund ist ein Golden Retriever, möchte ich gleich an dieser Stelle sagen. Aber natürlich, man braucht auch Zeit, um sich um einen Hund zu kümmern. Jetzt Auf jeden mehr Fall. als wenn man eine Katze hat. Und man braucht da auch eine gewisse Routine, um damit umzugehen. Das ist eben als Student nicht so gegeben, weil man relativ unregelmäßig unterwegs ist. Mal muss man mehr in der Uni sein, mal weniger. Man muss auch noch in die Bibliothek, mal nicht. Man muss mehr lernen, mal weniger. Also, das ist auch für einen Hund nicht so schön. Deswegen habe ich auch keins. Im Katzen finde ich aber auch okay, muss ich sagen. Das Einzige, was mich natürlich stört, ist, dass man relativ wenig von ihnen hat, weil sie meistens zum Essen reingehen und zum Trinken und zum Schlafen, das Wort wieder verschwinden. Ja, man kann sich ja auch eine Hauskatze anschaffen. Ja, aber Das das. wäre ja auch was. Ja, richtig, aber da ist dann ja wiederum das Problem, dass man dann zu. Also, dass. Wenn ich dann wieder weg wäre, dann würde die ganze Zeit vor der Tür stehen und mouncen, weil die hat hier ja kaum Platz in diesem Minizimmer. Ja gut, also für Und. dein Zimmer wäre es wahrscheinlich nichts, aber für eine Ja. eigene Wohnung schon eher. Ja, gut, eine eigene Wohnung wäre nochmal ein ganz anderes Thema, aber de facto ist es so, bei aktuellem Stand kann ich mir kein Haustier anschaffen. Ich hatte, also gut, ein Wellensittich wäre vielleicht eine Option, aber der würde dann immer Gast kommentieren wollen. Und das wär vielleicht nicht so praktisch. Ein Papagei wäre auch weniger gut, wenn ich dann plötzlich reinkomme und er sagt Tschüss! Oder irgendwie Hi Guys oder irgendwie so, dann ja.
Aber du wärst der Einzige, der LPs mit einem Papagei oder Wellensittich macht. Ja, gut. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob er wirklich immer so passende Kommentare dazu geben würde. Ja, das sollte man sich überlegen. Ich meine, vielleicht könnte ich ihm meine Vokabeln vorsagen für Altgriechisch und dann würde er mir die im Schlaf vorsagen oder so. Aber ja, wie gesagt, bei aktuellem Stand eher nicht, nein. Okay. Wenn du kein LPR geworden wärst, was würdest du denn dann jetzt in deiner gewonnenen Freizeit machen? Also hast du irgendwas, was du jetzt total gerne machen würdest, wo du dich komplett entfalten würdest gerne? Ja gut, also früher habe ich ja sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viele Geschichten geschrieben, sehr, sehr viele Texte geschrieben. Heute mache ich das auch noch, aber eher weniger. Also ich nehme an, ich würde heute einfach noch Romane schreiben oder... Ja gut, was heißt Romane schreiben? Ich habe schon 1000 Romane angefangen, wo ich Milliarden Ideen hatte und hatte dann irgendwann keine Lust mehr zu schreiben. Aber ja, also da hätte ich wahrscheinlich einfach irgendwas mal weiter fortgeführt, mich da mehr reingekniet. Aber es gab damals ein Problem, nämlich ich wollte mit meinen Texten, wollte ich die Leute erreichen und etwas aussagen. Das Problem ist nur, es hat nie jemand gelesen. Mit den LPs ist es anders. Da kann ich dann auch mal zu politischen Themen oder so Stellung beziehen und die Leute hören mir auch zu. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil, den ich durch das LPen gewonnen habe, weswegen ich auch definitiv dabei bleiben werde. Aber ich schreibe trotzdem noch gerne in meiner Freizeit, vor allem für meine Freundin schreibe ich sehr gerne Texte. Und ja, aber das ist so ziemlich das, was ich ansonsten machen würde. Schön. Okay, die nächste Frage ist ein bisschen so ähnlich wie die 1-Million-Euro-Frage. Was würdest du dir wünschen, wenn du genau einen Wunsch frei hättest? Genau einen einzigen Wunsch. Und er darf nicht lauten, ich will 1000 andere wünschen. Ja, das ist lame, das ist mir durchaus bewusst. Ich hätte am liebsten Jedi-Kräfte. Also die Jedi-Kräfte, mit denen man Leute mit schwachem Verstand beeinflussen kann. Also da würde ich halt runtergehen, zu denen die Stuttgart 21 bauen und sagen, ihr wollt diesen Bahnhof nicht bauen. Dann würde ich sagen, wir wollen den Bahnhof nicht bauen. So Zeug halt. Oder meinem Professor, sie möchten mir die 1 geben. Ja, stimmt, ich möchte dir die 1 geben. Hier, nimm. Also das wäre schon cool, muss ich sagen. Falls es jetzt um Superkräfte geht, falls es um einen sehr allgemeinen Wunsch geht, würde ich mir am liebsten wünschen, dass meine Freunde noch nicht zusammenziehen und am besten für immer zusammenbleiben. Das wäre so ein Lebenswunsch von mir. Aber, schön. Ja. Hast du denn einen Glücksbringer, den du schon seit deiner Kindheit hast oder irgendwas weißt, was du seit deiner Kindheit mitnimmst? Seit meiner Kindheit habe ich jetzt nur meinen Teddybär. Der lebt immer noch, obwohl ich als Kind alles Mögliche mit ihm gemacht habe. Ihm mussten Arme wieder angenäht werden. Ihm musste ein Gesicht drauf gemalt werden, weil es komplett zerstört war. Er war am Anfang braun vom Fell, jetzt ist er grau. Aber er lebt immer noch und meine Eltern ihn immer wieder gerettet haben, weil ich ohne ihn einfach das Schlafen verweigert habe, absolut strikt. Also den habe ich tatsächlich seit meiner Kindheit. Ich habe jetzt einen neueren Glücksbringer, aber erst seit kurzem. Den hat mir meine Freundin gegeben. Das ist ein schönes Armband, was ich trage. Aber und den habe ich auch wirklich immer bei mir. Aber mein Teddy, der ist ja, der chillt halt in meinem Bett immer. Und ja, aber das ist wirklich das Einzige, was ich seit meiner Kindheit noch so groß mit mir habe. Okay. Wie würdest du denn reagieren, wenn du gefragt werden würdest, ob du die Nachfolge von Angela Merkel antreten möchtest? Also groß in der Politik wühlen kannst. Ich würde definitiv ja sagen und würde definitiv versuchen, mich um einige Sachen zu kümmern. Das Problem natürlich ist, als man als Bundeskanzler jetzt nicht so große Macht hat, wie jetzt als amerikanischer Präsident oder so. Man kann ja letztendlich nur Gesetze vorschlagen, aber selbst durchbringen kann man sie nicht. Aber ja, also es gibt schon einiges, was ich auch gerne verändern würde. Vor allem, was den Abbau von unserem Sozialstaat angeht oder die Sache, wie man jetzt das unser Wasser verkauft wird, das auch noch privatisiert wird und solche Sachen. Also da gäbe es schon viel, was ich auch zu sagen hätte, was ich gerne unter die Leute bringen würde. Bedingungsloses Grundeinkommen beispielsweise ist auch so eine Sache. Also ich würde definitiv
Ja sagen. Aber die Frage ist natürlich, ob man als Kanzler wirklich alleine so viel bewegen kann. Müsste man halt schauen. Aber ich würde es definitiv versuchen. Aber du bist jetzt schon ein Mensch, der für Politik sich interessiert und da auch was machen will. Ja, natürlich. Also ich wollte ja auch Politikwissenschaft studieren. Ich bin ja auch in einer Partei, die bei den Violetten, die sich eben für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Und ich bin schon sehr politisch interessiert, ja. Okay. Gut, die nächste Frage hatten wir eigentlich schon fast. Was ist besser, McDonald's oder Burger King? Gut, du hast vorher KFC gesagt. Das ist, ja gut, der steht absolut außer Konkurrenz von allem, Okay. was essbar ist. Aber McDonald's oder Burger King, das kann man nicht so verallgemeinern. Also ich habe gemerkt, es gibt Sachen, die sind im McDonald's besser, es gibt Sachen, die sind im Burger King besser. Ich würde sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Burger King besser, weil der McDonald's relativ teuer ist, wenn man nicht gerade das McDeal-Menü nimmt. Aber wie gesagt, es gibt echt gute Sachen in beiden. Also, also zum Beispiel, der Burger King hat gerade so einen Long Chicken mit Bacon. Den finde ich eigentlich ziemlich episch. Oder den Dings nennen. Double Steakhouse. Es gibt auch Sachen, die mag ich im McDonald's. Zum Beispiel das McChicken Classic, die Nuggets sind da besser. Also, ja, das kann man wirklich nicht allgemeinern. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass im McDonald's das Essen meistens schneller kommt. Im Burger King muss man oft lange drauf warten. Ja, die bei McDonald's machen es ja auch nur warm. Und bei Burger King wird es ja noch richtig gegrillt. Ja, also man schmeckt schon einen Unterschied. Ich finde zum Beispiel die Pommes in den McDonald's besser, wenn sie frisch sind. Aber die im Burger King halten länger. Also wenn man die mit nach Hause nimmt, dann schmecken sie danach besser als die von McDonald's. Also es ist wirklich. Ich gehe eigentlich zu beiden relativ gerne, je nachdem, was sich halt anbietet. Okay, ich sehe schon, wir haben hier einen McDonald's und Burger King und vor allem KFC. Experte, Professor, was auch immer vor uns. Ja, also so gut bin ich dann doch nicht, weil ich esse eigentlich immer das Gleiche. Also es gibt viele Sachen, die mag ich in beiden nicht. Vor allem viel mit Rind mag ich eigentlich. Also Rind esse ich eigentlich nicht so gern, deswegen. Ich esse eigentlich bei beiden größtenteils nur Chicken. Okay. Was war denn deine Lieblingssendung, als du noch ein Kind warst? Also, was hast du früher immer gerne geguckt? Also Dragon Ball habe ich gern geguckt, als ich ein bisschen älter war. Als ich ganz klein war, Tabaluga. So hat sich auch angeboten, dass ich Tabaluga TV angeschaut habe. Und da habe ich meine absolute Lieblingsserie gefunden, nämlich Spellbinder. Kennen wahrscheinlich relativ wenige, aber es ist eine richtig, richtig episch geschriebene Serie. Zwei Staffeln mit A 26 Folgen. Und ich feiere die extrem ab. Habe jetzt zum Glück auch alle Folgen auf meinem PC. Und kann man immer wieder schauen. Ist ein super Film für Jugendliche und vermittelt eben diese Botschaft, wie gesagt, dass man niemals aufgeben darf. Ist eine australisch-polnische Produktion und ja. Aber meine absolute Lieblingsserie, muss ich sagen, habe ich schon sehr gerne geschaut. Okay. Gibt's irgendwas Spezielles oder Lustiges aus deiner Schulzeit, das du uns vielleicht erzählen willst? Oh Gott, Mal so ja. als kleine Anekdote. Da gibt's einen Haufen Zeug, ey. Also. Nimm einfach mal das Beste, was dir gerade sofort in den Kopf gekommen ist. Ja, also, es gab mal einen Honk bei uns, der dachte, er müsste das gesamte Klassenzimmer unter Wasser setzen mit Eistee. Oh, okay. Daraufhin hat unsere Lehrerin ihn freundlich darauf hingewiesen, er solle doch den Stuhl, der jetzt komplett nass ist, sauber machen. Hat er dann auch gemacht. Er hat halt den Stuhl über das Fenster gehangen und ja, da ist es halt ganz zufällig der Stuhl runtergefallen. Und dann mitten während der Englischstunde klopft und so klopft ein Deutschlehrer an und sagt, ja, also kann es sein, dass bei dir gerade ein Stuhl aus dem Fenster gefallen ist? Und ja, das war schon sehr lustig. Aber was noch lustiger war, bei dem gleichen Lehrer, da haben wir immer in Englischbuch einen Text vorgelesen und da ging es um ein neues Desinfizierungsmittel irgendwie. Und dann haben wir immer Wow statt Wound vorgelesen. Und dann uns eigentlich irgendwann, wenn noch irgendeiner Wound sagt und macht so den Schwamm schon triefend nass. Und irgendwann sagt einer wirklich Wound. Er nimmt den Schwamm, wirft ihn volle Kanne auf ihn drauf, verfehlt ihn. Dahinter so ein ganz liebes, schüchternes Mädchen, das niemals irgendwas Böses getan hat. Batsch!
absolut alles unter Wasser, ihr Heft unter Wasser, ihr Buch unter Wasser. Sie steht da, absolut schockiert und zerstört und kann es nicht fassen. Und die einzige Reaktion von unserem Englischlehrer: Bist du ausgewichen oder was? ja, da tat sie mir schon sehr leid, aber im Nachhinein war es schon sehr lustig doch. Schön. Würdest du denn Chuck Norris herausfordern? Definitiv nicht, weil ich habe keine Lust auf die Fresse zu kriegen. Weil selbst Cranky hat gegen Chuck Norris verloren. Hat er sogar zugegeben. Er hat zwar gemeint, es war wirklich der epischste Kampf, den Chuck Norris jemals hatte. Aber ja, das geht nicht. Ich meine, gut. Er ist außerdem der Stiefvater von meiner Freundin. Also, ja, so clever wäre es nicht, mich mit ihm anzulegen. Ich würde definitiv aufs Maul kriegen. Okay, ich glaube, mit der Meinung bist du nicht allein. Okay, viele wissen zwar, dass du Fußballfan bist und von welchem Verein, aber viele auch nicht. Deshalb, von welchem Fußballverein bist du denn richtiger Fan? Ja, also vom VfB Stuttgart. Zuletzt zu feiern gab es was 2007. Da hatte ich eine Dauerkarte. Genau in dem Jahr war episch. Als man da sehr, sehr gut war, 2007 die Meisterschaft gewonnen hat. Seitdem gab es nicht so viel zum Feiern. Also jetzt natürlich Pokalfinale Berlin. Aber ja, das ist mein Los und ich bin auch nicht so wie manche kindische Leute, die den Verein wechseln, nur weil es eine Zeit lang nicht so supi läuft. Nein, ich bleibe dabei und ja. Allerdings bin ich auch den anderen Vereinen relativ sympathisch gesonnen, sogar Bayern. Also es gibt nur wenige Vereine, die ich nicht mag. Schalke gehört dazu, also Schalke nervt mich total. Aber es ist eigentlich auch einer der wenigen Vereine, weil also ich kann eigentlich mit allen relativ gut leben, sagen wir so. Okay. Was war denn in deiner Kindheit dein Traumjob? Was du immer mal werden willst, was dich total erfüllt hätte? Ja, also da gab es schon einige Ideen. Also was ich eine Zeit lang werden wollte, war unbedingt, ich wollte unbedingt Spiele programmieren. Weil für mich waren die Spiele irgendwie immer, ja, ich dachte immer, ja, da könnte man noch einige Sachen verbessern und so. Und da war meine Idee immer, dass ich dann die ganzen Spiele, die es schon gibt, ultra verbessere. Aber das war wirklich eine ganz frühe Kindheit und ja, ansonsten Autor wollte ich eine Zeit lang werden, was aber natürlich viel zu unsicher ist. Also ich bin jetzt eigentlich schon relativ lang auf der Lehrerschiene, sagen wir so. Okay. Wohin würdest du denn mal gerne in Urlaub fahren? Ja, es ist jetzt... Also in Skandinavien war ich noch nicht. Nach Skandinavien würde ich mal ganz gerne gehen. Da hinten, da hat mein Erdkundelehrer mir immer vorgeschwärmt, wie episch es dort sei. Und ich denke dir auch. Daher, ja, da würde ich mal gerne hin. Ansonsten in die USA würde ich mal wieder gerne eine längere Zeit gehen, war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber jetzt so Südamerika oder Afrika, das reizt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder Asien. Also wenn dann schon Europa irgendwo, Süd- oder Osteuropa. Oder auch meinetwegen auch Westeuropa. Spanien oder so. Oder eben, wie gesagt, USA. Okay. Du hast gerade Amerika angesprochen. Da kann man gleich mal überleiten. Du hast mal gesagt, dass du in Amerika gelebt hast. Was hat es damit genau auf sich? Ja, ich bin da halt geboren. Und zwar in Tennessee bin ich geboren. Bin aber schon, als ich relativ klein war, nach Deutschland gezogen. War halt erstmal schwierig, weil ich eigentlich nur Englisch gesprochen habe, aber habe ich dann an die deutsche Sprache gewöhnt. Damals hat der Ergotherapeut auch zu meiner Mutter gemeint, ja, sie müssen mit dem Kerl mehr Deutsch schwätzen, sonst wird er niemals gut Deutsch reden können. Und ich sage jetzt, wo ich Deutsch studiere, sagt sie, also mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten jetzt wieder. sagt sie mir immer wieder. Jedenfalls, ja, habe ich es dann doch ganz gut gelernt. Und ich kann jetzt nicht so gut Englisch wie früher, aber vieles ist doch hängen geblieben. Vor allem der passive Wortschatz ist enorm. Also ich verstehe eigentlich ziemlich viel. Selbst sagen kann ich jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber ist immer noch ganz gut. Und ja, ich war einmal wieder da, als ich 5 war. Da war ich eine längere Zeit da.
viele epische Sachen gesehen, wie in Grand Canyon oder die Redwoods oder so Sachen. Also ist schon toll. Der Kontrast ist halt echt krass. Das ist ein absoluter übertriebener Großstadt und dann absolut unberührter Natur. Also der Kontrast ist schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, das glaube ich. Stehen bei dir in nächster Zeit irgendwelche Events vor der Tür, wo du unbedingt hin willst? Ja, also bei der Gamescom muss ich mal schauen, wie das da genau abläuft. Da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Dann habe ich einen Urlaub bei meiner mit meiner Freundin irgendwann im Sommer. Das wird ganz schön. Ansonsten, also ich war jetzt im Februar zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Konzert von Gregorian. Das war cool. Möchte ich auf jeden Fall auch mal wieder hin. Aber ansonsten größere Events jetzt eigentlich nicht, nee. Okay. Was hörst du denn allgemein für Musik und was ist dein ultimatives Lieblingslied? Also, was ich für Musik höre, das ist immer echt schwierig zu sagen, weil ich tue eigentlich immer die Lieder abspeichern, die mir gefallen. Und bei meiner Lieblingsliederliste habe ich eigentlich so gut wie keine Band, von der mehr als ein Lied drin ist. Also, das ist absolut unterschiedlich. Ich höre manchmal sehr gerne sehr ruhige Musik, dann höre ich auch manchmal etwas eher Rockigeres. Das ist absolut unterschiedlich. Mein absolutes Lieblingslied wäre Hi von der Lighthouse Family. Okay. Hast du denn einen Lieblingsfilm? Ein Lieblingsfilm. Also wirklich einen einzigen Lieblingsfilm. Ja, also ich fand Avatar war schon sehr, sehr gut, weil er sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme angesprochen und kombiniert hat. Also wenn ich einen Lieblingsfilm nehmen oder wählen müsste, dann wäre es Avatar. Allerdings, es gibt auch Reihen, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel die Star Wars-Reihe schaue ich immer wieder sehr, sehr gerne als Film. Sehr, sehr episch. Aber ja, das wäre so meine Einstellung dazu. Okay. Was hast du denn neben dem Schreiben und dem Let's Play noch für Hobbys? Ja gut, also ich lese natürlich relativ gerne. Ich gehe sehr, sehr gerne spazieren, tue ich einfach Kopfhörer aufsetzen und laufen. Dachte, ich könnte es jetzt öfters machen, aber es ist ja die ganze Zeit nur wölkig und betrübt, Oh ja. was ein bisschen beschissen ist. Ich habe gehört, der Sommer soll auf den Samstag fallen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ja, also es wäre schon ganz nett, wenn das mal passieren würde, weil ja, so langsam ist es etwas deprimierend. Was mache ich ansonsten noch gerne? Also ich gehe gerne mit meinen Schwestern auf den Spielplatz, wenn sie da sind, tue mit ihnen spielen. Aber so größere Hobbys ansonsten habe ich eigentlich nicht. Also das, was ich früher halt gern gemacht habe, war zocken, schreiben und Sachen kommentieren. Das ist eigentlich alles jetzt mehr oder weniger miteinander verbunden. Also, da komme ich schon gut klar. Und als Student habe ich sowieso nicht mehr so viel mehr Zeit. Also, das ist schon so richtig. Und wenn du jetzt mehr Zeit hättest, was würdest du denn gern als ultimatives Hobby machen? Zocken bis zum geht nicht mehr. Oder eben aufnehmen bis zum geht nicht mehr. Weil das macht mir schon sehr viel Spaß, das Let's Playen. Du hast gerade gesagt, dass eines deiner Hobbys das Schreiben ist. Wo kriegst du denn die Inspiration für deine Gedichte und deine Geschichten her? Ja, das ist eine gute Frage. So, Geschichten sind manchmal einfach da, da höre ich Lieder und dann sind sie da. Was mich sehr inspiriert, waren früher immer Sachen in meinem Leben, die passiert sind, Gefühle, die ich wahrgenommen habe von Menschen. Und vor allem meine Freundin inspiriert mich zu sehr, sehr viel. Also, gerade wenn ich ihr irgendwelche Texte schreibe, da bin ich sehr, sehr kreativ. Da schaffe ich es, Texte in einer halben Stunde zu schreiben, wo manche sagen, das schaffen sie in ihrem gesamten Leben nicht. Also, da bin ich schon, ja, da helfen mir einfach Gefühle, die in dem Moment da sind, das zu erreichen. Schön. Wenn wir jetzt alle in 24 Stunden durch einen Meteoriten sterben würden, was würdest du vor deinem Tod noch alles machen wollen? Ja, also da muss ich jetzt an Aititi denken und sein der letzte Sommer. Stimmt.
Ja, also was ich definitiv machen würde, wäre die letzten 24 Stunden mit meiner Freundin verbringen und mit meiner Familie. Ich würde noch ein Video hochladen, wo ich allen für den Support über all die Jahre danke und sagen, dass sie episch sind. Und ansonsten würde ich rausgehen, das Leben genießen. Ich würde zwar sterben, ohne Xenoblade Chronicles abgeschlossen zu haben, aber das wäre dann halt Schicksal. Ich glaube, das wäre eher ein kleineres Problem. Ja, komm, also ich will schon wissen, wie es ausgeht, also. Aber ja, ich würde einfach so sterben, dass ich da Einsicht bin. Ja, jetzt bin ich glücklich gestorben. Also da würde ich da wirklich noch versuchen, so viel Zeit wie möglich mit den Menschen, die ich liebe, zu verbringen. Hast du denn einen Lebenstraum? Irgendwas, mit dem du dich oder mit dem du dich verwirklichen willst oder was du unbedingt mal haben willst? Ja, also ich möchte definitiv eine Familie mal haben, aber auch einen Job, der so gut ist, dass sich diese Familie auch ohne Probleme ernähren kann, wo sich natürlich Beamter anbietet, weil man dann eben auch ohne Probleme Vaterzeit oder sonstiges nehmen kann, um auf die Kinder aufzupassen oder mal nur halbtags oder so arbeitet. Aber ja, wie gesagt, mein großer Traum ist es eigentlich, ein Haus zu haben, richtiges Haus, wo ich dann mit meiner Familie wohnen kann und man sich bei aller Stress in der Arbeit und im Alltag immer noch gegenseitig besinnt und einfach in dieser Zeit zusammenhält. Das ist eigentlich der größte Wunsch von mir. Okay. So, welche drei Dinge würdest du denn gerne auf eine einsame Insel mitnehmen? Also wirklich nur drei Dinge. Habe ich Strom oder nicht? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Damn. Okay, also was ich mitnehmen würde, wäre das Poesiealbum, was meine Freundin und ich führen. Damit ich da immer wieder reinschauen kann, damit ich da immer mal wieder was reinschreiben kann. Ansonsten schwierig. Also wie gesagt, was zum Schreiben und ein Stift. Da haben wir schon zwei und ansonsten. Ja, ich denke, das kann man als eines zählen. Ja, was könnte man das so viel machen? Also ich bräuchte definitiv irgendwas, wo ich Musik mithören könnte. Was ist das für dich durchdrehen? Also irgendwas. Keine Ahnung, eine MPEG-4-Player mit unendlicher Batterieleistung. Oder eins, wo ich durch Kurbeln Batterie erzeugen kann. Genau, durch Kurbeln, damit ich Musik hören könnte, weil ansonsten würde ich durchdrehen. Und ja, irgendwas, wo ich immer mal wieder irgendjemandem schreiben könnte und Hi sagen könnte. Also mein Handy, was ich auch Okay. durch Kurbeln antreiben könnte. Okay. Das wäre der erste Block, nämlich zu dir selber. Der nächste Blockanfragen würde sich dann,